In diesem WoWie-Clown-Spezial zeigen dir Nachi und Pete unsere neue Spielhilfe zur Erstellung von fantastischen Gottheiten und ganzen Pantheons. In der Videobeschreibung findest du den Link zum PDF und kannst während des Videos mitwürfeln. Aber vergiss nicht, die Beute wird geteilt, also schreib uns deine Kreation in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Video und sorry für Pietes Lautstärke. Hi Nachi. Hi Pete. Wie wär's, wenn wir heute einfach mal eine Gottheit bauen? Eine Gottheit, sagst du? Aber wie würden wir das denn machen? Wir haben einen Baukasten gemacht und den können alle Leute sich einfach gratis runterladen, die dieses Video jetzt sehen. Und wir beweisen jetzt, dass dieser Baukasten funktioniert, indem wir eine Gottheit erstellen in 10 Minuten oder weniger. Ja, wollen wir einfach mal anfangen? Fangen wir an. Timer läuft. Den Namen, das machen wir später. Wir wissen ja noch gar nicht, was das für eine Person ist. Also genau. Gehen wir gleich weiter. Namen kommen zum Schluss. Persönlichkeit. Genau. Möchtest du anfangen oder ich? Ich würfel den ersten, würde ich sagen. Okay. Ich habe eine 18. Eine 18. Zur Auswahl. Den Creeper aus Minecraft, Lucy Van Pelt und Waluigi. Sehr nice. Welcher Charakter von den dreien spricht dich am ehesten an? Ich mag Waluigi vom Prinzip her, auch wenn ich keine Ahnung habe. Insofern spricht aber mich, du, ich, am meisten. Aber du hast ein Bild vor Augen, das reicht ja völlig aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, dann würfelst du einfach die zweite Person, die wir gleich in den Mixer werfen. Eine 17, das ist ein sehr guter Würfel für die Nietzsche. Okay, dann haben wir jetzt zur Auswahl Kirby, das Biest aus Die Schöne und das Biest und Mr. Spock. Ich glaube, ein Waluigi, der die Persönlichkeit von Mr. Spock hat. Ist zumindest meine erste Idee, die ich mag. Was spricht dich denn bei den drei am besten? Ich habe es einfach schon notiert. Also ja, Waluigi. Wunderbar. Waluigi. Meets Mr. Waluigi. Mr. Spock. Mr. Waluigi. Dann lese ich jetzt einmal vor diesen wunderschönen Text, den wir hier reingeschrieben haben. Beschreibe in drei Sätzen, was sich aus dieser Kombination ergibt, wie die Gottheit ist oder wie sie gesehen werden will. Markiere einen der Sätze als falsch, übertrieben oder missverstanden. Optional kannst du auf Tabelle 1b würfeln, um dir Ideen für das Wesen der Gottheit zu holen. Also wir brauchen jetzt drei Sätze für Gestalt, Auftritt und Wesen. Gestalt. Wollen wir uns nah an den Vorbildern halten? Oder ich würde es offen lassen. Oder nicht? Also hast du direkt ein Bild vor Augen, wie die Kombination aus Waluigi und Mr. Spock so aussehen könnte? Als Gottheit? Ich glaube auf jeden Fall ja eine sehr... Also in meinem Kopf ist am spannendsten eine sehr zurückhaltende, ruhige und quasi ein bisschen steife Person oder Art und Weise mit den im wildesten Outfit. Ja. Oder im wildesten, also das oder ist gut. Oder wenn wir ein bisschen nicht nur Outfit gehen, sondern auch so ein bisschen Wesenhaftigkeit, dann soll es auch ins Tierische oder so, dann soll es auch ein sehr wilder Look sein beim Tierischen und oder weil ich glaube, aber dann von der Persönlichkeit her, das ist ein spannender Kontrast. Total cool. Ja, ja. Also super ernst. On the inside. Logisch, zurückhaltend. Total wildes auf Aussehen. Der extrovertierteste Look aller Zeiten. Ja, ja. Die beiden in einem Mixer ist auch so, hat so eine Jekyll Hyde. Ein bisschen, ne? Geschichte, finde ich. Also, wenn wir jetzt Vulcan Lore könnte da jetzt, also wenn wir da tiefer reingehen, könnte es nochmal ein bisschen anders aussehen. Stimmt, ja, 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 klar. Aber, ja, ja. Aber wir reden jetzt auch mit dem Surface Level, was wir von Mr. Spock am meisten auch sehen und so. Ja, ja, total. Ja, insofern finde ich das sehr gut. Würdest du den auch so als männlich konnotierten oder männlich gelesene Person sehen? Irgendwie ja. Okay. Vielleicht, weil unsere Vorbilder das sind, aber irgendwie... Also er braucht auf jeden Fall einen Schnurrbart. Also ich finde, wenn was von Waluigi optisch übrig bleibt, dann ist es dieser gezwirbelte Schnurrbart. Und halt dieses krasse Outfit, also so also Farben, ne? So lila und gelb vielleicht oder sowas als Kombination. Ja, und so ein komisches Rot, was sich ein bisschen beißt mit beidem. Ja, genau. Ja, ja. Vom Wesen her, das haben wir ja schon so ein bisschen. Wollen wir trotzdem noch einmal würfeln? Ich würde sagen, wir würfeln einmal, weil why not? Wir haben die Tabelle ja gemacht. Ja, eben, deswegen. Ich habe eine. Das ist auch noch was Spannendes drauf. Eine 9. Zögert immer dann, wenn es drauf ankommt. Was auch ein schöner, spannend ist in dem Kontrast zu. Sieht so wild aus. Ja.
Total. Und so. Und dann, das passt ja auch gut in diese zurückhaltende und sehr logische Art, aber so auf den ersten Blick würdest du genau das Gegenteil erwarten. Das ist schon mal sehr cool. Okay. Nice. Dann gehen wir rüber zur Zuständigkeit dieser Gottheit. Und das darfst du jetzt mal würfeln. Ja, dann gucken wir mal. 10. Moment. 13. 13. Das ist dann die notwendige. Und dann darfst du nochmal würfeln. 5? Was? Entschuldigung. 5. Ich dachte, du machst eine sehr pregnant Pause, weil es so spannend ist. Entschuldige, nee. 5 hast du gesagt. Gut. Ja, 5. Dann haben wir notwendige Handarbeit. Oh, und dann sieht jemand aus, als wäre er so wild und hätte gar nicht die Ruhe für Handarbeit. Ja. Schön. Also, wir haben also die Gottheit der Handarbeit und es ist nicht nur irgendeine Handarbeit, sondern es ist die notwendige Handarbeit. Also es ist etwas, was mit Sockenstopfen. Knöpfe wieder annehmen. Oh ja, natürlich. Das ist so die aus der Not heraus geborene. Also Not die Not doch betont. Finde ich richtig gut. Ja, also. Vielleicht auch echt so notwendig im, also ich weiß nicht genau, ob das zu weit geht, aber auch so, ich kann mir Schwertinstandhaltung oder andere Instandhaltung. Reparaturen. Ein bisschen Reparatur, kann man so ein bisschen. Ja. Overlap exists. Und ich finde es voll cool, dass es ja quasi so eine bewahrende Gottheit ist. So. Ja. Aber halt überhaupt nicht. Aussieht wie der letzte Halodri. Ja. Richtig gut. Vielleicht auch eine Person, die oder eine Gottheit, die hat quasi selber sehr nicht entweder viele Flicken dann einerseits auch so trägt in den Bund oder so. Ja. Oder aber auch viele irgendwie, weil als Zeichen für die notwendige Handarbeit eben viele Löcher und oder notwendige Handarbeiten theoretisch benötigt. Ja, total. Das finde ich gut. Oder halt eben so auch verschiedene Knöpfe. Am selben Jackett trägt und halt, deswegen ist der Look so merkwürdig, deswegen ist der Look so all over the place, so, ne? weil diese Gottheit über Jahrtausende oder Millionen Jahre halt immer wieder versucht hat, sich halt so weit es geht wieder instand zu setzen. Was ich aber halt grundsätzlich gut finde, ist, dass die Gottheit auch so Werkzeug bei sich trägt, aber halt nicht Werkzeuggürtel, sondern halt halt sowas wie halt Nadel und Faden oder dass irgendwo so eine Nagelfeile Kleber. Richtig gut, einfach so eine Tube Kleber oder so ein Bottich Leim oder sowas. Ja, finde ich richtig so gut. Zement, keine Ahnung, so Zement. Genau, Mörtel und so und richtig gut. So ein Kram. Okay, dann dürfen wir jetzt 3 W20 würfeln wieder. In Kombination mit einem W6. Und weil ich keinen W6 habe, darfst du die jetzt alle 3 würfeln. Ja, dann mach du die W20 und ich die W6. Wunderbare Kombination. Ich habe sogar hier 3 liegen von der Spielrunde. Großartig. Dann nehme ich doch alle 3. Alles klar, dann würfel ich jetzt 3 W20. Und zwar die erste ist eine 11. Was hast du? Ich habe eine 5. Dann haben wir Schlösser, die Bauten. Schlösser. Passt perfekt. Ja, ich trage es ein. Gerade auch für den Mörtel und so. Ja. Das nächste ist eine 18. Was hast du? Gehen Doppelungen bei dieser Liste? Ja, klar. Doch. Weil ich habe nämlich nochmal eine 5. Dann ist das Material Alabaster. Oh, ich habe Assoziationen, die mich traurig machen, aber oh. Ja, ich weiß. Du hast auch Assoziationen, die dich traurig machen. Ja. Aber. Aber schönes Material. Kein Spoiler, kein Spoiler jetzt für ein sehr gutes Buch. Oh nein. Nein. Ja, ein schönes Material, auch Material, das, finde ich, so fleckig aussieht, ne? Weil es ja so Creme und Weiß so ineinander geht. Ja. Passt auch wieder aber zu dem Flickenteppich. Spannend hochwertig. Ja, also, ne? Genau. Und edel. Und auch etwas, was man nicht, wenn es zerbrochen ist, nicht unbedingt wieder zusammenpacken kann, so einfach. Also es ist nicht etwas, was man nähen kann. Das wird dann halt auf jeden Fall kaputt aussehen, aber man kann es halt vielleicht irgendwie mit was anderem wieder gut machen oder so. Genau. Gut, dann der letzte. 15. Und eine 6. Dann sind es noch die Tropfsteinhöhlen. Oh.
Ich kann mir vorstellen, wie die sich so langsam aufbauen. Und ja, auch das sieht ja auch alles sehr organisch, unfertig aus, aber immer so ein bisschen. Ja, ja. Das finde ich auch schön. Das ist vielleicht ein guter Ort, wo man lebt als diese Gottheit, oder auch ein guter Ort, wo man Verehrung für diese Gottheit. Ja, das sehe ich eben. Ich glaube nämlich genau, das wäre richtig cool, dass halt die Tempel und Schreine für diese Gottheit eben nicht Gebäude sein dürfen, sondern dass es halt natürlich entstandene Gebilde sein müssen. Und dann sind halt Tropfsteinhöhlen, aus welchem Grund auch immer. Es muss ja gar nicht so. Irgendwann ist das so entstanden und hat sich so ergeben und es wird halt ganz klar irgendwie mit dieser Gottheit assoziiert. Finde ich richtig gut. Ja, total. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Das ist einfach sehr atmosphärisch. Ja, auf jeden Fall. Zu den Beziehungen. Gottheiten. Ja, du darfst. Ich lese nur ganz kurz vor. Mhm. Gottheiten sind auch nur Menschen oder so. Auf jeden Fall strotzen sie nicht immer vor sozialer Kompetenz. Würfel zweimal auf der Tabelle 3a, um die wichtigsten Beziehungen dieser Gottheit innerhalb des Pantheons zu definieren. 13. Heimlich verliebt in eine andere Gottheit. Oh, das passt auch irgendwie sehr gut. Ich hab, ja, total. Ich habe etwas richtig Gruseliges. Ich habe die 18. Dear. Hat eine andere Gottheit verschlungen, die nun ein Teil dieser ist. Nice. Oh, schön. Okay, ich glaube, es ist okay, wenn wir die 10 Minuten sprengen. Zu der Überraschung von niemandem ist es wahrscheinlich auch so, dass die 18 eine meiner Liebsten ist. Ja. Hat eine andere Gottheit verschlungen, die nun Teil dieser ist. And you've got to deal with that. Ja, richtig. Man kann natürlich jetzt den Baukasten nehmen und sagen, wir machen, würfeln direkt, das hätte ich jetzt auch mega Lust drauf. Wir sagen, wir würfeln als nächstes die Gottheit aus, die verschlungen wurde. Und natürlich die, in die diese Gottheit verliebt wurde. Bist. Aber weil das Sag jetzt hat man schon drei. Und schon hat man einen halben Pantheon. Aber weil wir natürlich unser Zeitlimit ein bisschen versuchen einzuhalten, würde ich jetzt sagen, dass wir uns noch einen coolen Namen überlegen und dann haben wir eine richtig gute Gottheit der notwendigen Handarbeit erstellt. Die mal eine andere Gottheit verschlungen hat, die jetzt Teil dieser ist. Manche Dinge kann man nicht wieder zusammennähen. Nee. Oder auf andere Art und Weise, führt zu weit. Ja, führt zu weit. Aber hast du direkt irgendwie eine Assoziation, was dir an Namen einfällt? Frag mich nicht, aber in meinen Kopf kam gerade Rock oder Roch. Also mit CH geschrieben auf jeden Fall. Ja, finde ich cool. Ja, ja. Weil es auch ein bisschen gefährlich klingt. Ja, und es und klingt... Weil dieser Ch-Sound ist halt immer ein bisschen... Ich finde aber auch, das ist so sehr... Es hat doch sowas, es passt auch zu so einem Zylinder, ich weiß nicht warum, aber zu so einem sehr, sehr formellen Outfit und irgendwie so einem Hut oder sowas. Ja. Irgendwie. Oh, ein geflickter Hut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wo so ein Stück so runterhängt. Ja. Und irgendwie ist das vielleicht auch der einzige Teil, den du nicht geflickt hast. Das finde ich richtig gut. Und manchmal tragen Leute, die diese Gottheit verehren, nicht geflickt, also kaputte Hüte. Ah, sie sind ein Geweihter des Roch. Ja, ja. Hatten Sie mir das an meinem Hut angesehen? Sehr wohl. Ich stelle mir das auch so in so einem Steampunk-Ding vor. Vielleicht, wenn du total ausgedeckt bist in fancy Steampunk-Klamotten, aber der Hut wenigstens oder so. Und der ist dann irgendwie... Ja. Und der muss halt auch so sein. Das wird auch irgendwie in Form eines Rituals, wird diese Delle oder dieses Loch da reingemacht und so. Ja. Richtig, richtig gut. Ich würde noch vielleicht so einen Beinamen oder sowas noch einwerfen? Ja, sehr gerne. Wir haben hier ja auch und stehen. Ich würde nämlich sagen, vielleicht irgendwie so etwas wie der Kid der Welt oder sowas. Oder oder der Kid der Gesellschaft oder irgendwie so. Weißt du, sowas, was ihn nochmal ein bisschen von, was die Bedeutung dieser Gottheit noch mehr so in den Fokus des Zusammenlebens rückt. Weil es nicht nur darum geht, Dinge aufrecht zu erhalten, sondern auch wenn zum Beispiel Beziehungen in die Brüche gehen oder sowas, dann hat diese Gottheit auch so einen Anteil daran. Total guter Tipp, ist die Person. Läuft. Da kann nichts schief gehen. Nein, bin mir sicher, dass das ein guter Tipp ist. Ich dachte an sowas wie die helfende Hand. Und vielleicht auch gar nicht für die Gottheit, sondern für eine Organisation der Gottheit. Mhm. Helfende Hand. Alles notiert. Wunderbar. Dann haben wir Roch. Nice.
den Kitt der Gesellschaft und die helfende Hand. Eine, wie ich finde, großartige Gottheit in nicht mal 20 Minuten. Verliebt. In 10 Minuten. 10 Minuten mit ein bisschen. Aber ich finde es richtig cool. Ich bin sehr, also natürlich haben wir diesen Baukasten mit sehr viel Liebe zum Detail und mit ganz viel Arbeit zusammengestellt, aber ich finde es total toll, dass das so gut funktioniert. Ja, ich habe auch gerade gedacht, gut, dass diese Dinge, die wir uns gedacht haben, auch so zusammenkommen und greifen. Ja, total. Ja, voll schön. Ach. Oh. Wenn du das jetzt siehst und denkst, hey, das ist ja cool, das ist ja eine Idee, die ich einfach so klauen kann, dann bist du genau richtig für unseren Podcast, der Wo wir klauen heißt. Und wenn du den noch nicht abonniert hast, dann wird es aber allerhöchste Zeit. Und den Baukasten kannst du natürlich auch klauen, ganz klar. Und Roch natürlich auch. Unbedingt. Falls Roch irgendwo auftaucht, sagt Bescheid, wir freuen uns. Hut ab. Hut ab ist deren Gruß. Hut ab. Los geht's. Danke, Natschi. Da haben wir mal eine Gottheit gemacht. Mal eben. In 10 Minuten plus aus den Fingern. Gesaugt. Wunderbar. Hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Das war das erste Wo wir klauen Spezial und es wird bestimmt nicht das letzte sein. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unbedingt den Kanal und unseren Podcast Wo wir klauen. Am letzten Sonntag jeden Monats klauen Natschi und Pete dort Ideen für dich und deine Pen and Paper Runden. Und wenn du deinen Namen auch in der Liste hier lesen möchtest, unterstütz uns auf Steady mit einem monatlichen Beitrag. Du bekommst Zugang zu unserem Discord, Material aus Pete's Sammelsurium und Spielhilfen wie diese, früher als alle anderen. Unsere lieben Vorteilchen, ihr seid die Besten.